Hi, willkommen zurück hier am Donnerstag. Heute soll es um das Thema Frauen erobern gehen. Ich möchte dir ein paar Missverständnisse klären, die es bei diesem Thema Frauen erobern gibt und dir zeigen, was wirklich Frauen erobern bedeutet. Bevor wir hier in das Video durchstarten, trag dich gerne für mein kostenloses Online-Coaching ein. Da bekommst du nochmal zusätzliche Informationen, die du nicht hier auf YouTube oder im Podcast bekommst. Du kannst dich jetzt oben in dieser Infobox oder im ersten Link in der Beschreibung für das kostenlose Online-Coaching eintragen. Freue mich, dich auch da dabei zu haben. Und jetzt legen wir los mit dem Video. Also Frauen erobern. Und das Problem, und viele Männer, die aus dem Pickup-Bereich kommen, haben dieses Problem, ist, dass sie sich sagen, hey, Frauen erobern, das ist die falsche Herangehensweise, das ist zu viel Bedürftigkeit und die Frau spürt dann, dass du bedürftig bist und es ist ja der Frau hinterherjagen. Und da muss man eine Abgrenzung treffen, sozusagen. Es ist so, dass Frauen erobert werden wollen, aber sie wollen von den richtigen Männern erobert werden. Und das heißt nicht unbedingt, dass du immer generell der falsche Mann bist, wenn du nicht stark, selbstbewusst bist, aber Frauen wollen von dem richtigen Mann erobert werden. Und das bedeutet, wenn du eine Frau triffst, die kaum Interesse an dir hat, die es dir sehr schwer macht, sie zu treffen, ja, die dir die Nummer nicht so wirklich geben will, sich nie so richtig auf ein Treffen einlässt und dann fängst du an, die Frau zu erobern, dann kann es nur schief laufen, weil dann zeigst du bedürftiges Verhalten. Die Frau hat kaum Interesse und du jagst der Frau hinterher und das ist einfach nur bedürftig und wird dafür sorgen, dass die Frau, wenn überhaupt Interesse da war, noch weniger Interesse haben wird und dann funktioniert das auch nicht mit dem Frauen erobern. Wenn allerdings eine Frau dich sieht oder wenn eine Frau dich über mehrere Treffen getroffen hat und du gefällst ihr wirklich, dann ist Frauen erobern nichts Falsches. Aber ich möchte jetzt hier eine Abgrenzung treffen, was gutes Erobern ist und was schlechtes Erobern ist. Erstmal sollte Frauen erobern immer aus einer Position der Fülle kommen, nicht des Mangels. Du kennst vielleicht dieses Prinzip, wenn deine Handlungen aus Angst motiviert sind, ja, wenn du eine Frau erobern willst, wenn du eine Beziehung mit einer Frau willst, weil du Angst hast, alleine zu sein, weil du Angst hast, sie sonst zu verlieren, wenn du irgendetwas tust in Gegenwart einer Frau aus Angst, dann ist es immer schlecht und wird negative Konsequenzen für dich und eure gemeinsame Beziehung haben. Wenn du allerdings aus Fülle handelst, das heißt, wenn du schon zufrieden bist, wenn du in Ordnung damit bist, wenn die Frau weg ist, wenn die Frau weg wäre, und du dann eine Handlung vollführst, dann ist das eine starke Handlung. Dann ist es eine Frauen-Erobern-Handlung. Und Frauen-Erobern, ganz konkret gesagt, bedeutet einfach, dass du dich für die Frau einsetzt. Ja? Dass du tolle Treffen planst, die du mit der Frau machst. Dass du die Frau überrascht. Das müssen nicht Blumen sein, das können ganz andere Dinge sein. Koch für die Frau. Frauen lieben das, wenn Männer kochen können. Ja, plan tolle Dates. Überrasch sie damit. Aber sei auch nicht so vorhersehbar. Das heißt, plan tolle Dates und mal, wenn du sie triffst, küsst du sie zur Begrüßung, dann küsst du sie mal wieder nicht. Also lass sie auch so ein bisschen auf den Zehenspitzen stehen. Aber zeig ihr halt auch, hey, du bist mir wichtig und ich gebe etwas dafür, dich zu bekommen. Ich will dich, du bist die Frau, die ich will und ich gebe etwas dafür, dich zu bekommen. Ich setze mich dafür ein. Nicht aus Bedürftigkeit. Ich setze mich nicht dafür ein, weil ich dich unbedingt brauche, sonst ist mein Leben scheiße, sondern ich setze mich dafür ein, weil ich dich sehe und mir denke, ja, das ist die Frau, die ich will. Und wenn ich sie nicht bekomme, ist das schade, aber das ändert nichts daran, wer ich in diesem Moment als Mann bin. Das ist natürlich Arbeit auf sehr tiefer Ebene, die wir jetzt hier in diesem YouTube-Video nicht machen können. Deswegen übrigens auch die Empfehlung, dich in das Online-Training einzutragen. Aber schau immer, aus welcher Motivation kommt gerade meine Handlung. Wenn es aus Angst kommt, dann taugt es nicht, eine Frau zu erobern. Wenn es aus Fülle kommt, dann ist es vollkommen in Ordnung. Dann kannst du auch zu einer Frau hingehen und sagen, hey, du bist die Frau, die ich will und ich werde mir Mühe geben, dass ich dich bekomme. Natürlich, und das ist das, was ich eben gesagt habe, sollte es immer so sein, dass die Frau auch Grundinteresse hat. Die Frau muss natürlich auch mitspielen. Ja, du kannst nicht die Frau erobern, während die Frau überhaupt gar keine Lust hat, mit dir Kontakt zu haben. Ja, wenn die Frau so ein bisschen auf Hard to Get macht, spielerisch gesehen, dann ist das an der Stelle deine Chance, die Frau zu erobern, so ein bisschen durch ihre Widerstände zu brechen, ihr zu zeigen, hey, ich nehme deine Widerstände zwar irgendwo ernst, aber die sind so schwach und können mir als Mann nicht standhalten und ich breche da einfach durch.
Wie gesagt, immer nur dann, wenn die Frau wirklich Interesse an dir hat. Wenn sie kein Interesse an dir hat und du brichst durch ihre Widerstände, dann kommst du ins Gefängnis. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen wirklich nur dann, wenn die Frau Interesse hat. Und dann bedeutet Frauen erobern einfach, mach dir Mühe, gib dir Mühe, koch für sie, geh mit ihr tanzen. Frauen lieben tanzen, die meisten, fast alle. Plan coole Dates, ja. Lern ihre Family, ihre Freunde kennen, wenn ihr auf eine Beziehungsebene wollt. Mach dir einfach Mühe, mach dir Gedanken. Immer nur dann, wenn die Frau auch genug Grundinteresse dir gegenüber hat. Und das bedeutet Frauen erobern. Und Frauen erobern funktioniert immer nur, ich sag's noch einmal, von einem Punkt der Fülle, nicht von einem Punkt der Angst. Und wenn du merkst, viele deiner Verhaltensweisen sind momentan noch von Angst bestimmt, dann ist es vielleicht gar nicht die richtige Lösung, dich jetzt tief in dieses Thema Frauen zu stürzen und zu versuchen. Also lass es mich anders sagen. Eine Frau wird diese Leere in dir nicht füllen. Wenn du das Bedürfnis nach einer Frau hast und glaubst, du brauchst unbedingt eine Frau, um erfüllt zu sein, dann wird das nicht funktionieren. Die Frau ist nicht die Lösung dafür, sondern deine eigene Lebensgestaltung. Ja, da habe ich in meinem Buch die Zeus-Methode schon drüber gesprochen. Stell dich regelmäßig Herausforderungen. Gestalte dein Leben als freier Mann. Mach Dinge, die dich freier machen. Mach ein Abenteuer, geh mit deinen Freunden wandern in den Alpen. Fühl dich mal frei, fühl dich mal als Mann. Und wenn du dieses Gefühl hast, dieses Mannsein-Gefühl, dann merkst du auch, dass du nicht unbedingt eine Frau brauchst. Klar, eine Frau wäre schön, ist ja ein schöner Bonus, aber es ist nicht mehr dieses, ich brauche sie unbedingt, sonst geht es mir schlecht. Das ist es dann nicht mehr. Und wenn du an diesem Punkt bist, dann kannst du auch erfolgreich Frauen erobern. Solange du noch absolut bedürftig nach Frauen bist und sie unbedingt für dein Leben brauchst, wird es immer schwierig werden, Frauen in dein Leben zu ziehen. Und dann kannst du technisch gesehen machen, was du möchtest. Dieses Bedürftige ist für jeden Menschen spürbar. Ich erinnere mich an einen guten Freund von mir, also mittlerweile einen guten Freund von mir, der damals auch sehr bedürftig war. Am Anfang unseres Kennenlernens meinte er immer so, oh ja, wir können ja mal das zusammen unternehmen, wir können ja mal das zusammen unternehmen. Und er hat halt so darauf gepocht, dass es auf mich einfach so gewirkt hätte, als hätte er gar keine anderen Freunde und bräuchte unbedingt meine Freundschaft. Und das zieht natürlich niemand an. Ich hatte da nicht das Gefühl, oh ja, das ist der Mann, ich muss mit diesem Mann viel Zeit verbringen, das ist echt ein cooler Typ. Sondern ich dachte mir, okay, der ist irgendwie ein bisschen nervig und sehr bedürftig. Und das hat einfach auf mich abstoßend gewirkt. Das wirkt auf jeden Menschen automatisch abstoßend. Deswegen kümmere dich erstmal um deine Bedürftigkeit, wenn du gerade das Gefühl hast, ich brauche unbedingt eine Frau, um das Thema zu lösen. Habe ich letztens erst wieder mit einem Coaching-Teilnehmer darüber gesprochen, der das Gefühl hat, dass eine Frau die Lösung all seiner Probleme wäre. Aber die Frau ist nicht die Lösung all deiner Probleme. Die Frau ist einfach nur so ein Topping, so ein Bonus darauf, dass du mit deinen Problemen bereits umgegangen bist. Das ist deine Aufgabe und deine Aufgabe allein. Und wenn du eine Frau oder auch deine Beziehungspartnerin einbindest in diese Aufgabe, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Dann wird auch die Beziehung nicht sehr lange halten. Das war's für das heutige Video. Schön, dass du dabei warst. Hier unten kannst du den Channel abonnieren. Hier, nein, Quatsch. Ich rede Blödsinn. Hier kannst du den Channel abonnieren, da kannst du dich für das Online-Coaching eintragen und dort oben geht's zum letzten Video auf diesem Channel. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Samstag wieder. Wenn du Videowünsche hast, kannst du die gerne mal in die Beschreibung posten. Da lese ich ja auch regelmäßig eure Kommentare und beantworte die. Freue mich auch, wenn ihr da regelmäßig Kommentare schreibt und wir da so ein bisschen interagieren können. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin, ciao.